Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge OMSI. Ja, wir sind heute auf der Karte Blankwitz unterwegs und das heute mit einem Mercedes-Benz O303, der jetzt vor, ja, ich glaube, 2-3 Wochen erschienen ist. Wir schauen uns diesen jetzt mal direkt mal an. Ja, wenn OMSI jetzt natürlich jetzt mitmachen würde, dann könnten wir uns den auch angucken. Hier sehen wir, ne, Blankwitz. Ja, wie gesagt, den werden wir uns jetzt mal anschauen. An sich, wie gesagt, der Bus ist komplett kostenlos. Ihr braucht aber meiner Meinung nach das Add-on O305, sonst könnt ihr diesen nicht benutzen. Dann müsst ihr nochmal direkt mal in dem Download-Verzeichnis mal nachlesen, in die Readme-Datei. Da wird das Ganze dann nochmal drinstehen, auch wie ihr das Ganze natürlich installieren müsst und so weiter und so fort. Ist aber mittlerweile sollte das ja kein Geheimnis mehr sein, wie das Ganze halt dementsprechend halt funktioniert. Der Bus, wie gesagt, fährt sich sehr, sehr angenehm. Ist ein Schaltbus, ja, wo man halt selber schalten muss. Es liegt aber ein Skript dabei, dass wohl das Ganze auf Automatik funktioniert. Wir haben aber heute, ja, die Schaltvariante. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir hier heute zurechtkommen. Gerade die Karte Blankwitz ist natürlich, ein bisschen sehr interessant, weil sie auch hier sehr enge Passagen hat. Deswegen hoffen wir mal, ja, dass das Ganze halt dementsprechend gut geht heute. Joa, sonst gibt es hier noch eine kleine Anmerkung. Das ist halt bei jedem älteren Bus und so, ne, den wir hier so mittlerweile mal gezeigt haben, liegt das hier mit dem Ziel. Ja, wir können hier keine Ziele schildern. Irgendwie funktioniert das Rollband hier nicht oder da liegen keine Dateien vor, dass man das Ganze dementsprechend auch schildern kann. Deswegen wird hier vorne leider heute nichts drin stehen. Ja, das ist halt ein bisschen schade, aber so geht das halt nicht. So, wir werden mal jetzt gucken, dass wir jetzt hier das einstellen. Wir sind hier unterwegs nach... Ja, nach... Wo sind wir denn überhaupt unterwegs? Mal gucken. Die ganze Zeit läuft OMSI. Ja, du startest die Aufnahme und er sagt, nö, heute nicht. Es ist zum Haare ausreißen. So, Standseilbahn auf der Linie 28. So, jetzt müssen wir das Ganze einstellen. 28 und Standseilbahn. So, Standseilbahn. So, haben wir das drinne? Die Leute kommen schon. So, allerdings müssen wir jetzt hier noch was machen. Track AR, sehr schön. Auch das funktioniert hier. Großartig. So, okay. Ich glaube, wir sind soweit startklar. Allerdings werde ich nochmal Tracker Air kurz nochmal ausmachen, da wir uns dann die Muster mal ein bisschen angucken können. Also hier sehen wir, ne, Dashboard. Ja, sieht sehr schön aus, weil es halt immer nicht so ein einfaches kopiertes ist, sondern hier hat man sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Das sieht echt hübsch aus. Wie gesagt, Mercedes-Stern drauf und so weiter und so fort. Ich habe schon geguckt, ob es hier geheime Fächer gibt oder sowas. Hier unten sehen wir einen Schaltknauf. Hier oben eine Kasse. Also die Kasse, die sieht ja mega interessant aus. Ja. Um Gottes Willen. Gott sei Dank fahren wir heute ohne. Aha, das ist ziemlich cool. Also, da hat man sich auf jeden Fall mal ein bisschen was einfallen lassen. Sonst haben wir hier nochmal, ne, die Kasse, ist klar. Und sonst hier die Tür und so weiter und so fort. Hier oben kommt Stopp, ne. Innenraum von den Fahrern, schön noch mit Aschenbecher, so wie es früher immer mal üblich war, dass man hier so in Bussen immer noch so ein paar Aschenbecher drin hatte. Ne, auch schön hier mit dem Mercedes-Logo drin. Also Texturen her, Wahnsinn, das sieht extrem hübsch aus. Das wieder mal für einen Bus, der absolut lau ist. Ja, das ist großartig. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein, wenn ich es nicht vergesse. Dann, wie gesagt, könnt ihr da gerne mal nachgucken, könnt ihr euch dann selber runterladen. Auf jeden Fall ist der Herr Bauer schon mega bekannt für gute Busse, die er zu Zeit gebaut hat. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, dass man sowas dann auch mit der Community so teilt, ja. Und ich finde das jedes Mal toll, dass es dann auch hochwertige Busse sind, dass teilweise schon die meisten Payware-Busse einfach ins Lächerliche gestellt werden. Ja, nur mal so mal ein bisschen am Rande. So, jetzt aber genug gelabert. Ich weiß, ihr wollt halt immer gleich sofort los. Ich soll gar nicht so viel labern. Deswegen machen wir Start. So. So.
Könnt ihr einsteigen? Guten Tag. So, guten Tag, ja, wundervoll. Gut, haben wir. Dann können wir noch die Beleuchtung hier anschalten. Die Heizung natürlich auch auf volle Pulle drehen. Hallo. Ja, einen wunderschönen. Das ist doch hier die Heizung, oder? Alles klar, ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht reden. So, pardon. Mir hört immer noch stark erkältet. So, wir müssen leider hier laden. Loading AI, weil wir sind zu früh gespawnt. 7.17 Uhr ist die Abfahrt. Naja, wundervoll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzte Leitstellenfahrt, die wir jetzt hier hatten, hier auf ÖPNV-Simulation, die war eine absolute Katastrophe. Es hat einfach nichts funktioniert. Geschweige sei es mit dem Leitstellensimulator OMSI an sich, so das Ganze drumherum, sodass wir jetzt wirklich gesagt haben, so das war es erstmal mit den Leitstellenfahrten. Wir werden zukünftig jetzt erstmal keine mehr machen, weil das halt einfach extrem anstrengend ist, wenn einfach nichts funktioniert. Du sitzt da gefühlt seit zwei, drei Stunden im Stream und hast eigentlich das nicht mal geschafft, eine einzelne Tour abzufahren. Und das geht nicht. Das geht nicht, das macht keinen Spaß. Lag ja nicht nur an uns, ne? Wir konnten ja Gott sei Dank Touren abfahren. Aber viele andere hatten da massivst Probleme gehabt und das macht dann einfach keinen Spaß. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, dementsprechend kann ich absolut verstehen, dass ihr dann auch sagt, ihr habt keine Lust mehr drauf. Ja, hör auf zu jammern da hinten. Gibt's doch nicht. Ihr sitzt doch alle. Meine Güte, die sind aber auch hier immer alle gleich so angepieselt hier, ja. Ja, die Ampel, die überfahre ich einfach. Warte mal, jetzt wird es rot. Jetzt ist wieder grün. Keine Ahnung. Oh, das wäre jetzt bei der schief gegangen. Weil ich glaube, die Ampel wird hier echt nicht grün. Boah, fällt der Scheiße. So, boah, fährt der Scheiße. Ja, ihr mich auch. So, hier fehlt ein Pfeil. Das ist extrem ungünstig, wenn du die Linie mal das erste Mal fährst und sie nicht kennst. So, Blankwitz Rathaussteig 1. Blankwitz Rathaussteig 1, ja, genau. Das wollen wir mal ganz kurz gucken. Steig 1, Steig 2. So, sollen wir erstmal gucken. War zu früh, wa? Ja, natürlich. So.
Also es ist eigentlich egal, wo ich mich hier stelle. Steht überall Steig 1, ja. So. Guten Morgen. So, was haben wir jetzt? Warmbad. So, na denn. Also einsteigen, aussteigen. Ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren hier. Hallo. Jetzt hier diese Stelle hier, die ist extremst übel. Hat er auch schön gebaut hier, dass hier schon alles umgekachelt ist. Hier nicht rum. Das ist so fies hier. So, dann geht's weiter. Das ist eine kleine, aber feine Karte, finde ich. Also, ich glaube, ich bin die auch vorher noch nie gefahren. Dachte mir so, okay, jetzt guckst du die mal an. Der Bus, der passt da perfekt drauf. Ja, was ist mit dir da? Was ist mit dir hier? Achso, warte mal. Ich hätte jetzt hier abbiegen müssen. Mal gucken, weil da steht nämlich Sackgasse. Ja, gut aufgepasst. Der fährt ja auch gut. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Kommt die denn näher jetzt sicher? Führerschein gewonnen oder was?
Guten Tag. Guten Tag. So, Blankwurts Kirche. So, schönen Tag. So, gucken, wie sieht es denn eigentlich Fahrplan, Zeit aus? Ja, aber ich habe gar keine Uhrzeit hier gerade. Kirche 7.24 Uhr. Ne, das ist nur. Ah, 7.24, 7.25, wir haben sogar Verspätung. Na denn, gleich weiter. Gucken. Fahren wir nach zu diesem Sophienhaus? Ja. Kommen wir jetzt nicht hoch hier? So, ja, ihr seht, ne, also es ist ganz schön herausfordernd, also Wahnsinn. Ich muss mich hier echt konzentrieren, damit ich hier nirgendwo anecke oder sowas. Das ist sehr, sehr unangenehm.
So, stellen Sie mich wieder alle da hinten. Also ich glaube, hier gab es irgendwie einen Fehler mit dem Steig 1 und Steig 2. So. Ah, da steht nämlich 28. Da steht auch 28. Aber hier sind. Ach. Statt selber in Unterblankwitz. Da steht aber auch statt Ball. Keine Ahnung. Irgendwie ist es hier ein bisschen mysteriös. So. Ja, damit sind wir überall okay angekommen. Nur wir haben gut wieder rausgeholt an Verspätung. Ja, das war's zumindest aber mit der Strecke Blankwitz auf der Linie 28 nach Standseilbahn, genau. Ja, ist auf jeden Fall eine putzige Karte. Wie gesagt, ich kannte sie bis dato ja gar nicht. Also von daher war es auch schon mal so ein kleines Highlight, mal hier so eine kleine schöne Dorfstrecke hier zu fahren. Und der Bus hier passt halt ideal halt auf diese Karte rauf. Der ist großartig. Also wie muss man wirklich wieder sagen, der O303 ist absolut Must-have, da muss man wirklich mal reingucken in den Bus selbst, weil vielleicht, wie gesagt, kann man sich da dann auch sogar die Zielschilder da eventuell noch erstellen und alles sowas. Aber an sich, muss ich wirklich sagen, hat der Bus mega viel Spaß gemacht. Auch ja, das Ganze mit dem Schalten finde ich ja sowieso immer eine coole Sache in OMSI. Ich habe ja hier extra für meinen Logitech ja so einen Schaltknauf, ja, den ich aber mittlerweile jetzt abgebaut habe, weil ich den einfach so unglaublich wenig benutze, dass das halt für mich keinen Sinn gemacht hat, diesen halt weiterhin zu behalten. Also angeschlossen zu haben, der liegt hier noch daneben. Also da kann ich das Ganze auch ja über die Tastatur schalten. Das klappt ganz gut. Ja, also habe ich bis dato jetzt keine Probleme gehabt. Jetzt habt ihr ja gerade gesehen, wie gesagt, am Anfang erstmal wieder das Reinfummeln. Aber ich vergesse halt jedes Mal, dass ich ja das Gas gar nicht wegnehmen brauche. Im normalen Auto, wenn du normal fährst, musst du die Kupplung treten, nimmst das Gas weg, legst den Gang ein, lässt die Kupplung wieder kommen und gibst dann erst wieder Gas. Das ist hier in OMSI nicht. Ja, hier kannst du einfach auf dem Gas draufbleiben und kannst einfach dann weiterschalten. Ja, aber so hat es, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. Die Strecke hat es teilweise echt in sich. Habt ihr ja gesehen, ne? Ich hatte schon echt Probleme gehabt. Und das war jetzt das zweite Mal gewesen, als ich gefahren bin. Beim ersten Mal habe ich nämlich unten, wo wir nach rechts abgebogen sind, wo die Leitplanken sowieso schon umgeknickt waren, das habe ich da das erste Mal komplett mitgenommen. Ja. Aber ja, heute ging es Gott sei Dank ganz gut. Ja, aber so an sich, wie gesagt, toller Bus, tolle Karte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns zur nächsten OMSI-Folge hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.